Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Transport Fever 2. Weiter geht's. Und weiter geht die Reise. Genau. Was wir jetzt machen, wir werden den Zug da einmal nach oben schieben und zu gucken, ob das, was wir hier planen, auch mit den Zügen dann funktioniert. Wie gesagt, sind zwei kleine Städte, das ist mir bewusst. Wir haben aber A, so guten Umsatz mit allem möglichen Quatsch, dass ich mir das jetzt einfach mal leiste. Und wir ein bisschen weiter dieses Spiel verstehen. Ich hoffe, das funktioniert. Aber im Regelfall ja. So, wir müssen, wo müssen wir denn überhaupt hin? Oh, wir müssen schon einen kleinen Bogen fahren hier. Und dort dann dran. Flup. Und hoppla. Das bauen wir natürlich nochmal zurück. Wir wollen ja dort eine Verbindung aufbauen. Hi. Okay. So, wir machen die zwei Kreuzungen, dass die sich da einmal in der Mitte treffen können, wenn sie wollen. Okay. Der will das wohl gar nicht, alles klar. Dann versuchen wir es nochmal erneut. Ein bisschen weiter nach vorne und ein bisschen länger. Dann wird das. Pafft, passt, sitzt und hat Luft. Wir werden hier diese Doppeldinger dran machen, dass die Züge hier auch drüber brettern können. So, ups. Dann gehen wir nach oben. Machen das ganze Spielchen hier auch nochmal. Einmal hier rüber. Okay, das sieht super aus. Mhm. Das sieht genauso gut aus. Okay. Die Seite haben wir. Die Seite haben wir auch. Perfekt. So, bauen wir Signale. Einmal hier hin. Einmal in die Richtung und einmal in die andere. Hier wird der Zug wohl niemals seine 300 km/h erreichen. Unwahrscheinlich. Aber das ist ja auch erstmal nicht so tragisch. So, das bauen wir hier hin. Dann werden wir hier einen, warum haben wir Signale nur in eine Richtung? Ich frage nur mal eben, so ganz blöd. So, okay, jetzt haben wir auch eine andere Richtung. Okay, dann bauen wir eine solche neue Zugvariante von hier nach dort. Ihr dürft natürlich beide Dinger benutzen. Und jetzt kommt der große Clou. Wir haben jetzt hier mehrere Züge. Tatsächlich ist er. Ist er mit 144 Mann für die zwei Städte vielleicht ganz cool. Okay. Wir lassen ihn einfach fahren. Wird schon schief gehen. Okay, wie sieht es hier unten aus? Ware haben die wirklich mehr als genug? Wachstum läuft auch ganz langsam und schleppend. Der Zug, der ballert jetzt von A nach B. Hier müssen wir natürlich noch ein bisschen was machen. Und zwar müssen wir hier noch die Straßendinger machen. So, also hier halten wir das erste Mal. Hier zweite Mal, hier dritte Mal, hier vierte Mal, hier fünfte Mal, hier sechste Mal, hier siebte Mal. Okay, das wird ein bisschen größer, glaube ich. Weil die Stadt einfach viel zu groß ist. Aber auch das dürften wir irgendwie hinbekommen. Ich fahre jetzt einfach hier im Slalom. Einmal rechts, einmal links, einmal hoch, einmal runter. Und ja, hoffe einfach, dass wir hier so viel wie möglich abdecken. Okay, hier darf ich keine hinbauen. Dann bauen wir sie halt hier hin. So. So. Und dann darf die hier wieder reinfahren. Und natürlich ab in die Station. Dann bauen wir mal. Also einmal außenrum.
Das werden wirklich sehr, sehr viele Stationen. So, dann fahren wir hier rein. Dann fahren wir hier rum. Erstmal wieder gucken, wie das funktioniert. Ob wir hier überhaupt noch richtig fahren. Aber scheint noch alles gut zu sein. Noch beschwert sich keiner. Die hatten wir schon. Wir sind inzwischen bei 32 Haltestellen. Ich sag doch, das wird ein bisschen heftiger. Und hier noch eine hin. Achso, ja, das ist richtig. Alles gut. Okay, und dann ab nach Hause. Ja. Gut. Das ist ein bisschen mehr als erwartet. Aber shit happens. Wir werden gucken, ob es funktioniert. Ganz ehrlich, es kann eigentlich nur schief gehen. Man kennt es. Es kann eigentlich nur schief gehen. Okay. Das Ding bauen wir. Wir kaufen mal 4 Busse. Die dann auf der Linie 60 fahren. Mal schauen. Wie sieht denn diese Stadt aktuell aus? Die hat minus 10. Warum hat die minus 10? Wegen den ganzen LKWs? Oder warum? Warum hast du minus 10? Wir haben hier keine großen... Oder fahren hier dicke LKWs durch? Nein, fahren sie nicht. Aber der Nahverkehr geht direkt hoch. Der geht jetzt auf 200 schon. Okay. Vielleicht sollten wir da noch mindestens einen Bus ranpacken. Moment. Wir machen das auch mal ganz kurz auf. Haken das fest. Die Linie, ach so, brauchte ich eigentlich gar nicht. Dann gehen wir nämlich jetzt hier rein. Und dann können wir es ja da drüber sehen. Warte mal, das müssen wir auch nochmal aufmachen. Okay, jetzt haben wir einfach alles auf. Wir sehen gar nichts mehr vom Bildschirm, aber ist ja egal. Wir brauchen nur Zahlen. Wir brauchen Zahlen. Zahlen ist das Wichtigste. Wir haben jetzt hier 300er Rate. Aber ich kann doch jetzt hier nicht zu viele Busse fahren lassen. Takt. Rate. Also er möchte eigentlich... Und das ist jetzt die Frage. Bei den Bussen bin ich mir nicht sicher, ob dieser Wert wirklich stimmt. Der sagt mir jetzt 400er Wertung. Ich müsste ja dann hier... Weiß ich nicht, wie viele Busse fahren lassen. Das wäre ja... Jede Haltestelle hat 3. Ich bin jetzt bei 28 Fahrzeugen. 32 Fahrzeugen. 36 Fahrzeugen. So, jetzt würden wir langsam in die Richtung kommen, wo sie hinwollen. Das wird ja immer mehr statt weniger. Jetzt sind es schon 570. Junge, was haben die denn? Die Busse fahren da ja gar nicht weg. Und warum tun die sich nicht auflösen? Normalerweise ist das doch so, die fahren doch kreuz und quer eigentlich in der Gegend rum. Okay, jetzt sind wir bei 640. Kaufen wir nochmal eine Runde. Okay. Reisende Rate. Ungefähre Jahresdurchsatz pro. Und hier steht das ja auch. Reise, ja. Dann müsste das eigentlich pari sein. Minus 1 Million. Ah ja. Das ist gut. Das ist gut. Aber, was mich verwundert, ist... Die Emission bleibt bei 10%. Und er will jetzt sogar noch mehr Essen haben. Okay. Der ist ja auch auf 700 und noch was gesprungen. Also von daher, der Verkehr, der ist gerade so ein bisschen hochgesprungen. Macht es dadurch Sinn, also damit Sinn, dass man dann eine Straßenbahn dadurch jagt, weil die einfach mehr können ab irgendeinem Wert?
Weil die Straßenbahn würde ja jetzt viel, also da fahren ja immer noch LKWs raus, ne? Also hier ist ja immer noch Verkehr, also okay, jetzt sind sie alle draußen. Würde es was bringen, wenn man hier jetzt tatsächlich eher eine Straßenbahn montiert? Wir haben hier einen Durchsatz von 800 Mann und wir haben gerade 500 Harade. Jetzt ist halt immer noch die Frage, spiegelt das wieder? Das ist halt noch die Frage. Und wir haben 52 Fahrzeuge auf 37 Haltestellen. Das würde mich jetzt interessieren, ob es wirklich besser wäre, hier die Straßenbahn rollen zu lassen. Dum, dum, dum. Wachstum 10, minus 10, minus 10. Wir haben hier 884 Cargo. Wir haben minus 2 Millionen. Aber es muss jetzt hier auch erstmal eingrooven, also alles gut. Es muss sich ja auch erstmal alles ein bisschen eingrooven, ne? Ich glaube nicht, dass wir die 2 Millionen schaffen. Also hier unsere Haupt, ne, habe ich immer noch im Visier. Also ich sehe auch die ganze Zeit, dass der hier schon das zweite Mal voll fährt mit Diesel. Das sehe ich, nur zur Info. Aber ich würde jetzt gerade tatsächlich noch die andere Baustelle hier so ein bisschen... Okay, jetzt kommt hier nämlich mittelmäßiger Emissionswert. Das habe ich mir nicht fast gedacht. Weil jetzt sind es dann zu viele Sachen, die unterwegs sind. Ha. Aber der Wert geht auch nicht runter, ne? Also der Wachstum ist jetzt natürlich unheimlich geil. Ne, also wir haben jetzt hier 50% nur Wachstum durch den Verkehr. Den haben wir übrigens hier bei der kleinen Stadt auch mit zwei LKWs. Aber ich frage mich gerade halt eher das. Ich glaube nicht, dass der Wert das widerspiegelt, was ich hier eigentlich fahren sollte. Wir haben gerade einen Takt von 21 Sekunden. Okay. Ich glaube, ihm geben wir auf jeden Fall mal ganz kurz für die nächste Tour einen zweiten Kesselwagen. So. Kannst du auf der nächsten Tour ein bisschen mehr Diesel mitbringen. Tja. Was machen wir hier? Also von den Finanzen her grottenschlecht. Vom Verkehr her grottenschlecht. Bedeutet, wir verkaufen hier mal wieder, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mal zwei Seiten. So dass wir so irgendwie um die, ich weiß es nicht, ich würde einfach mal so tippen, 25 Fahrzeuge würde ich tippen. 25 hört sich, glaube ich, ganz gut an. Und dann gucken wir mal, wie das weiterläuft. Und ob es weiterläuft. Okay, das machen wir zu, das machen wir zu, das machen wir zu. Wir gehen uns zu unserer neuen Lieblingsstadt und gucken mal, was können wir denn für dich jetzt tun, dass es dir noch ein bisschen besser geht. Hier stehen auf jeden Fall doch mehr Menschen als erwartet. Und zwar 49 Mann. Okay. Er macht natürlich miese, natürlich, ist klar. Hier sehe ich den aber auch ein paar tausend. Und das ist nicht so cool. Das ist halt nicht so cool. Okay, einer geht da lang und der Rest geht da lang, oder was? Okay, die zwei Busse machen aber Gewinnen. Okay, wir werden hier noch einen
reinschmeißen in den Pool. Okay, und er bringt jetzt auch die 40 Diesel mit, also das ist auch gut. Perfekt, dann dürfte da auch noch mal ein bisschen Wachstum erscheinen. So. Ich guck gerade, überleg gerade. Okay, da kommt ein Bus mit 17 Mann. Der dürfte auch ein bisschen was wegbringen, hoffe ich. So, okay. Hier stehen halt immer noch 51 Leute, ne? Hier stehen 34. Ist klar, wenn ich jetzt hier mehr Mann hinbringe, dass er hier weiter voll ist. Aber wir müssen sie auch irgendwie hier wegbringen. Also wir haben jetzt den dritten Bus hier beigepackt. Müssen jetzt nur mal gucken, ob es Sinn macht, vielleicht sogar noch einen zuzupacken. Das weiß ich halt noch nicht. Wir haben jetzt den dritten. Der dritte kommt auch voll hier hin. Da kommt wieder unser kleiner Zug. Achso, die Haltestelle ist viel zu klein für den mehr. Also, habe ich jetzt gerade gesehen, kann das sein? Ah, shit happens, solange es funktioniert, alles gut. Okay, und fährt auch wieder raus. Es stehen hier 41, Mann. Ist auf jeden Fall ein besserer Wert als gerade eben, ne? Also der Wert ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Oh, jetzt stehen hier aber 66 Mann. Okay, wo kamen die denn jetzt her? Okay. Ich möchte eigentlich nicht noch einen dritten hier reintun. Eigentlich? Ich glaube halt, hier stehen drei. Stehen denn da so viele Menschen an? Cargo. Aber der Cargo ist halt immer wieder voll, ne? Okay, welchen Anhaltspunkt habe ich denn? Eigentlich gar keinen. Ich versuche halt immer noch einen Wert für die Passagiere hier irgendwie rauszufinden, aber ich glaube, da gibt es keinen. Also ich wüsste jetzt nicht welchen. Also ich habe jetzt eigentlich alle durch, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte damit dran zusammenhängen. Okay, der Bus war scheiße. Warte, stopp. Dich verkaufen. Warum? Hier stehen jetzt nur noch 14 Mann. Der nächste Bus kommt und der Zug kommt erst jetzt. Ich meine, wir sind jetzt gerade ganz genau pari. Ja, die hinteren zwei Waggons, die müssen halt im Graben aussteigen. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, oder? Ist doch auch nicht so schlimm. Okay, nämlich die Haltestelle ist jetzt leer. Genau das ist es nämlich. Wäre der nächste Bus einfach übertrieben gewesen. Jetzt kommen erst die Leute von dem Zug und hier kommt der nächste Bus, also von daher, nee, da brauchen wir auf jeden Fall nicht noch einen. Wo wir aber vielleicht nochmal einen brauchen, ist die andere Seite. Wir haben jetzt hier 16. Okay, kommt drauf an, was nimmt der jetzt mit? Der nimmt das, okay, der nimmt die großen, okay, dann doch nicht. Okay, ich habe nichts gesagt, behaupte das Gegenteil und bin zufrieden. Okay, wir müssen uns aber um eine Sache kümmern, und zwar um die Geschenke hier. Die Geschenke, da ist irgendwas faul. Im Regelfall müssten wir ja viel, viel mehr Waren oder Geschenke bekommen. Wo produzieren wir die? Kann ich das hier rauslesen? Ja, kann ich. Okay, hier produzieren wir die. Und ich glaube, da ist auch schon das Problem, was wir haben. Okay, hatten wir da nicht letztes Mal sogar schon ein bisschen verbessert? Okay. Fahrzeugverwaltung, klonen. Hast du denn vom Plastik mehr? Ja, vom Plastik hast du mehr. Okay. Perfekt, dann dürfte das jetzt gleich das Problem, Linie 7, er müsste auf 400 kommen, Linie 7 ist auf, jetzt
455. Okay. Lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Sage ich immer und immer wieder. Hier kommt auch der alte Zug. Genau, und holt Stahl ab. Dann produziert er nämlich ein bisschen mehr. Und dadurch dürften wir auch mehr Waren bekommen. Vielleicht müssten wir auch da wirklich den zweiten, nochmal eine zweite Warenproduktion erstellen. Das kann natürlich möglich sein. Aber das ist dann erstmal Zukunftsmusik. Okay, wie sieht es eigentlich jetzt hier aus? Auch wieder besser, ne? Also 10-10, alles gut. Aber nochmal, hier wäre vielleicht wirklich ratsam, eine Straßenbahn zu bauen. Glaube ich. Aber, wenn ich das hier sehe. 17 Mann rein, 17 Mann raus. Es kommt noch ein Schwung da. 17 Mann rein, 17 Mann raus. Und da kommt noch ein Schwung. Aber das hier hat hier einen richtig guten Schub gegeben, ne? Also das hat einen richtig, richtig guten Schub gegeben. Aber wie gesagt, die Musterstadt ist immer noch die und die bleibt die auch erstmal. Wir hoffen hier auf das Beste. Wir hoffen hier auf das Beste. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.